willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein etwas anderes Video für euch. Und zwar geht es um das Thema Aufräumen. Ja, also wir sind jetzt nicht wirklich selber so die übelsten Ordnungsfreaks, aber es geht einfach nur darum, dass ich euch ein paar kleine Tipps und Tricks zeige, wie eure Wohnung ordentlich bleibt, wie ihr mehr Ordnung schaffen könnt. Einfach so ein paar Aufräum-Hacks, sage ich jetzt mal, die wir halt immer gerne beim Aufräumen benutzen. Und genau, ich würde sagen, bevor ich weiter rumrede, fangen wir sofort an mit dem Video. Viel Spaß! Tipp Nummer 1 ist Musik anmachen. Ich war eigentlich nie so jemand, der Musik beim Aufräumen gehört hat. Wir hören eigentlich beim Aufräumen auch immer nur Musik wegen Tim, weil er sonst nicht aufräumen kann. Ja, okay, damals habe ich auch immer mit Musik aufgeräumt, aber dann kam irgendwann die Zeit, da habe ich immer ohne Musik aufgeräumt. Aber ich kann es euch mittlerweile wirklich empfehlen, weil ihr euch einfach auf die Musik irgendwie konzentriert und das Aufräumen irgendwie automatisch funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall hilft es bei mir mittlerweile wieder sehr gut aufzuräumen. Vor allem bei Tim, weil er war nie so einer, der irgendwie Bock auf Aufräumen hatte. Und sobald da Musik läuft, räumt er wenigstens auf. Also ist das immer eine gute Möglichkeit, jemanden zum Aufräumen zu bringen. Tipp Nummer 2, Wartezeiten zu nutzen. Wenn zum Beispiel gerade Werbung ist im Fernsehen oder wenn ihr irgendwie gerade Essen am Kochen seid und das Wasser für die Kartoffeln oder so aufkochen muss, dass man diese Wartezeiten halt einfach nutzt. Dass man zum Beispiel in der Zeit irgendwie schnell die Sachen im Wohnzimmer aufräumt, wie zum Beispiel, wenn da ein paar Gläser rumstehen, dass man die in die Küche bringt. Das funktioniert bei uns eigentlich immer sehr gut, wenn wir irgendeine Wartezeit haben oder irgendjemand eh irgendwo hingeht, dass wir das dann direkt mit in diesen Raum nehmen, weil das halt einfach praktischer ist und man dann nicht mal laufen muss, sondern wenn man eh schon einmal auf dem Weg ist, ist es natürlich praktischer, es sofort mitzunehmen. Tipp Nummer 3, den hatte ich gerade eben schon mal angesprochen, und zwar Sachen direkt wieder wegbringen, wenn man sie benutzt hat. Wir sind eigentlich so welche, wir haben zwar einen Esstisch in der Küche, wir benutzen den aber eigentlich nie. Heißt, wir essen eigentlich immer im Wohnzimmer. Ich mache das immer so, dass ich die Sachen, wenn wir schlafen gehen, immer eigentlich direkt wegräume, weil ich es hasse, morgens in ein unaufgeräumtes Wohnzimmer zu kommen. Oder überhaupt, wenn man nach Hause kommt, dass man sich auch angewöhnt, die Sachen alle sofort wegzuräumen. Ich komme nach Hause und hänge meine Jacke sofort an die Garderobe. Oder meine Schuhe kommen sofort ins Schuhregal. Das sind einfach Sachen, die man sich beibehalten muss. Und wenn das einmal drin ist, dann hält man sich da auch dran. Und dadurch bleibt es halt ordentlicher. Tipp Nummer 4, kurz bevor ihr schlafen geht, dass ihr einfach nochmal 5 Minuten aufräumt, ein bisschen klar Schiff macht. Das mache ich eigentlich immer sehr gerne. Tim mag das jetzt nicht so, aber es hilft auf jeden Fall sehr, weil ich vor dem Schlafengehen einfach immer nochmal das ganze Geschirr in die Spülmaschine räume. Ich gehe über die Küchentheke nochmal und mache das alles sauber. Ich mache die Spüle sauber, räume im Wohnzimmer gerne die Kissen nochmal hin. Einfach, dass man morgens aufsteht, dass man dann halt nicht so viel Arbeit hat, sondern es einfach abends schon erledigt ist. Es ist nicht viel Arbeit. Ich räume manchmal abends sogar gerne noch die Spülmaschine aus und wieder ein. Tipp Nummer 5 ist das Wichtigste, was ich eigentlich jedem ans Herz legen kann. Und zwar, habt genügend Stauraum in jedem einzelnen Raum. Und nachdem wir dann in diese Wohnung wieder gezogen sind, hatten wir hier im Wohnzimmer auch absolut gar keinen Stauraum. Wir hatten von Ikea 2 diese Kallax-Regale, diese 4er. Und das war halt unser Fernsehtisch, also Fernsehschrank. Und da haben wir dann halt alles reingestopft, was ging. Also Unterlagen, Werkzeug, bis hin zu Fotoalben und alles Mögliche, weil wir einfach zu wenig Stauraum hatten. Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, uns eine Wohnwand zu kaufen. Und seitdem haben wir unter dem Fernseher wieder 2 Schränke, wo nicht alles vollgestopft ist, aber es ist alles so voll, dass wir dann auch drankommen. Wir haben noch einen ganz großen Schrank, da ist immer irgendwie, das ist unser Pullschrank. Also ich glaube, den hat eigentlich jeder. Also das kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, dass ihr genügend Stauraum habt. Wir hatten im Flur auch immer zu wenig Stauraum, da lag immer alles rum. Deswegen haben wir uns vor allem in dieser Wohnung jetzt angewöhnt, dass wir vernünftig Platz haben, dass wir genug Stauraum haben. Tipp Nummer 6 ist, dass ihr Ablenkungen komplett aus dem Weg geht. Also wenn ihr aufräumen wollt, schaltet wirklich euren Laptop aus, legt euer Handy zur Seite. Aber wenn ihr die ganze Zeit nur am Handy hängt und mit jemandem am Schreiben seid oder die ganze Zeit auf Instagram seid oder auf Snapchat oder so, da seid ihr einfach tourmäßig abgelenkt und ihr könnt euch kein Stück aufs Aufräumen konzentrieren. Tipp Nummer 7, das habe ich mir schon wirklich sehr früh angewöhnt, ist, dass ihr Ecke für Ecke und Raum für Raum aufräumt und nicht alles auf einmal. Ich persönlich fange eigentlich immer in der Küche an, da aufzuräumen, arbeite mich dann weiter ins Wohnzimmer, gehe dann ins Schlafzimmer und dann ins Badezimmer. Also, dass ich wirklich jeden Raum erst einzeln fertig mache und dann bewege ich mich in den nächsten Raum. Weil wenn ich jeden Raum irgendwie durcheinander anfange und dann wird ein Raum am Ende irgendwie nie fertig. Deswegen ist es sinnvoll, wenn ihr vielleicht links im Zimmer anfangt und dann macht ihr quasi einmal einen Rundgang in diesem Zimmer. Und so, finde ich, sieht man auch den meisten Fortschritt. Den 8. Tipp, den ich euch geben kann, ist
einfach Leute einladen, damit ihr quasi automatisch aufräumen müsst. Das habe ich ganz oft, wenn meine Mutter irgendwie meinen Bruder abholen kommt, wenn wir auf ihn aufpassen oder so. Da will ich natürlich, dass die Wohnung ordentlich ist. Und das motiviert einen dann natürlich auch, wenigstens ein bisschen aufzuräumen. Oder wenn ihr irgendwie Besuch bekommt oder Leute bei euch sind, die noch nie bei euch waren. Da wollt ihr natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. Heißt, ihr müsst aufräumen. Ihr kommt da gar nicht drum rum, um ganz ehrlich zu sein. Außer euch ist das egal, aber das glaube ich natürlich weniger. Deswegen zwingt euch einfach dazu aufzuräumen und dann wird es die meiste Zeit auch immer ordentlich bleiben. Mein neunter und letzter Tipp ist, dass ihr euch Putz- oder Aufräumroutinen bei YouTube anschaut oder irgendwelche Roomtouren. Das mache ich auch immer sehr gerne. Ich habe da eine ganz große, tolle YouTuberin auf YouTube, bei der ich wirklich immer sofort Motivation kriege, meine ganze Wohnung aufzuräumen, weil die hat 4 Haustiere und 2 Kinder. Da bleibt Dreck quasi nicht aus. Und jedes Mal, wenn ich mir ihre Putzroutine anschaue, dann würde ich am liebsten meine ganze Wohnung auch komplett auf den Kopf stellen. Deswegen, ich werde euch den Kanal mal unten in der Infobox verlinken. Wir können ja mal gerne vorbeischauen, falls ihr irgendwie Lust auf Putzroutinen habt. Also ich glaube, die hat schon sehr viel hochgeladen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das motiviert mich auf jeden Fall immer sehr, weil ich mich dann immer irgendwie so ein bisschen doof fühle, wenn ich in meiner Wohnung sitze und mir das alles angucke und mir so denke, ich hätte auch gerne jetzt eine aufgeräumte Wohnung. Heißt, wenn man es natürlich aufgeräumt haben will, müsste man sich auch bewegen und natürlich aufräumen. Und das waren jetzt meine Tipps zum Thema Aufräumen. Falls ihr noch Interesse an einer Putzroutine habt, ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert, dann lasst mich das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen oder mit einem Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Viele haben auch danach gefragt nach einer neuen Roomtour bzw. einer neuen Wohnungstour. Die wird auch ganz bald auf euch zukommen. Ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden. Und ja, dann wird sie auf jeden Fall in naher Zukunft da sein. Und das war es auf jeden Fall mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über Feedback in den Kommentaren. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das hier unten da sehr gerne machen und die kleine Glocke bitte einschalten, damit ihr hoffentlich immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ich glaube, das war es, was ich sagen wollte. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Tschüss!